Herzlich willkommen in Kopenhagen. Mein Name ist Ralf und das Folgende erwartet euch jetzt. Der Tivoli wurde im Jahr 1843 eröffnet und ist somit einer der ältesten existierenden Vergnügungsparks weltweit. Ihr könnt den Tivoli am besten durch das Haupttor betreten, wo sich auch direkt die Kassen befinden. Es gibt aber auch noch ein paar kleinere Eingänge an anderen Stellen. Wichtig zu wissen ist, dass mit dem Bezahlen des Eintritts nur das reine Betreten des Geländes bezahlt wird. Für die jeweiligen Fahrgeschäfte muss man immer separat bezahlen oder man erwirbt gleich beim Eingang auch einen White Pass, den es in unterschiedlichen Ausführungen gibt. Das ist das Pantomimentheater, wo es täglich verschiedene Aufführungen rund um Pantomime, Ballett und Tanz gibt. Das 5-Sterne-Hotel und Restaurant Nimb, welches direkt in den Tivoli integriert ist. Die Fläche für Besucher vor der Open-Air-Bühne, auf der Konzerte aus unterschiedlichen Kategorien wie Rock, Pop, Jazz oder aktuelle Musik gespielt wird. Der Starflyer ist ein 80 Meter hohes Kettenkarussell. Das Design dieser Gasse ist Fantasie und von einer dänischen Marktstadt inspiriert. Der Milky Way Express mit einer maximalen Höhe von 17 Meter. The Demon ist eine wilde Achterbahn mit 3 Loopings und ist an der höchsten Stelle 28 Meter hoch.
The Golden Tower ist ein 63 Meter hoher Freefall Tower. Zum ruhigen Erholen gibt es die hängenden Gärten. Direkt daneben noch ein großer Teich. In diesem auch ein großes altes Schiff gelegen ist. Zum Schluss noch eine Kuriosität, ein sehr kleines Feuerwehrauto, welches auch aktiv in Tivoli eingesetzt wird.